Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die wieder eingeschaltet haben hier vom Planeten Erde. Es freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Wir sind natürlich wieder am Start mit dem neuen Elif-Album. Endlich tut es wieder weh. Und heute haben wir am Start Wieso ich, einer der Songs, von denen ich von euch zumindest gehört habe, dass der sehr, sehr gut bei euch angekommen ist. Und ich habe einige Instagram-DMs und Kommentare bekommen. By the way, folgt mir gerne auf Instagram, da habe ich auch ein sehr schönes Bild von mir und Elif mal wieder gepostet, als ich letztens bei der Release-Party war. Folgt da gerne rein, da seht ihr mein Leben immer up to date. Da habe ich einige Kommentare und DMs bekommen, dass dieser Song sehr, sehr stark ist und einer der Favorites von vielen von euch. Von daher freue ich mich sehr drauf, heute bei Wieso ich reinzuhören. Gestern hatten wir Lonely, der mir nur so semi gefallen hat. Hat nicht 100% meine Geschmacksknospen getroffen, den ich vom Vibe her aber sehr angenehm fand zumindest. Und jetzt bin ich gespannt bei Wieso ich. Hört sich so ein bisschen... Wobei, man kann es gar nicht sagen. Lonely hat sich auch sehr, sehr traurig und düster angehört und war dann eher so vom Sound her relativ locker, luftig, poppig. Ich bin gespannt, wir hören rein. Los geht's. Boah, ich bin großer Fan von so Vogelgeräuschen im Beat. Mag ich gerne immer. Okay. Holy. Boah, ich mag solche High-Notes halt super gerne, ne? Das ist eine Ansage, so in einen Song zu starten, finde ich. Das ist schon eine Ansage. Boah, wir haben immer noch diese Vogelgeräusche im Beat sogar, die einfach weiterlaufen während des Songs. Bin ich sehr großer Fan von. Ja, deine Art ist viel zu gut für mich. Du machst auf und ich mach wieder dicht. Dreh mich weg von dir, sobald du schläfst. Ich mach einen Fehler und du sagst, Baby, ist schon okay. Boah. So ist besser, als wenn ich dir fehl. Siehst du meine Zeichen nicht? Boah, der hat so einen schönen Vibe, der Song, irgendwie diese, ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt, weil wir haben düstere Stellen, wir haben sehr helle Stellen irgendwie, jetzt kommt so eine Melodie noch mit rein gerade, finde ich sehr, sehr interessant. Siehst du meine Zeichen nicht? Siehst du's nicht? Wieso ich? Boah, stark. Mit dem Beat kommt sehr, sehr stark. Haben wir diese Stimmlage überhaupt schon irgendwann mal von Elif gehört? Die kommt mir so unbekannt und neu und exciting irgendwie vor. Ich kenne diese Stimmfarbe von Elif gar nicht gefühlt. Wieso ich denn mir einen Grund? Wir nichts haben, doch du schenkst mir Schmuck. Morgen löse ich mich auf in Luft. Denn ohne dich ist es wie, als wenn ich heile. Alles so leicht wie Nike ist. Alles so leicht wie Nike erst fand ich nicht, dass, ey, sowas hat in diesem Song nichts zu suchen, finde ich. Weiß ich nicht, oder? Was sagt ihr? Alles so leicht wie Nike erst? Weiß ich nicht, das ist so eine Zeile von den schlechtesten Deutschrap-Lines vom Gefühl her. Nike ist, niemand kann mich hier einsperren. Halte dich fern, du weißt schon wieso. Boah, ey, es hört sich so fucking schön an, ne? Das ist wirklich, wirklich vom Aufbau her allein so ein schöner Song. Du meine Zeichen nicht, siehst du's nicht, wieso ich? Boah, ich finde wirklich, also der Refrain ist 10 von 10. Wow. Wow, also der Beat ist wirklich auch eine 10 von 10, oder? Crazy. Crazy, finde ich. Wirklich sehr, sehr schön vom Vibe her, weil es ist so weird bei diesem Album. Man kann wirklich gar nicht voraussehen, wie der nächste Song wird, weil die so different sind alle. Stark. Siehst du?
krass. Wunderschöner Beat, wunderschöner Aufbau vom Song. Und ich bin ein so großer Fan von dem Refrain geworden, sage ich euch, wie es ist. Wirklich, wirklich stark. Diese Stimme, diese ganz hohe Stimme von Elif, die habe ich noch nie so gehört. Ich glaube, die habe ich noch nie so gehört von ihr. Krass. Boah. Richtig stark. Das Einzige, was mich echt gestört hat, war dieser Nike Air. Diese Nike Air-Zeile. Leicht so wie Nike Air oder so. Ja, weiß nicht, ob das sein musste. Aber ansonsten, abgesehen davon, ultra, ultra, ultra stark. Und auch voller Ohrwurm natürlich. Voller Ohrwurm, aber diese Engelssachen, dieses Vogelzwitschern mal am Anfang, dann diese unfassbar hohe Stimme von Elif, hat super gepasst zum Vibe, finde ich. Boah, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf morgen. Wir sind natürlich morgen wieder am Start mit dem nächsten Song. Wir haben auch bald Nina Chuba Album. Es wird richtig schön, Freunde. Ich bin richtig happy, Mann. Vergesst nicht zu kommentieren, was euer Favorite Track vom Album ist. Checkt gerne Instagram ab für ein bisschen für so ein paar Ausschnitte aus meinem Leben. Und das Bild von Ele von mir, oder das mehrere Bilder von Ele von mir, die ihr auf jeden Fall sehen könnt, wenn ihr wollt. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt am besten einfach alle so fresh und gut aussehen wie immer. Wir sehen uns und ciao.